wir sind jetzt an diesem Punkt, wo ich sage, da muss irgendetwas passiert sein in der Vergangenheit, was uns verborgen ist, was vor uns verborgen gehalten wird, was uns verschwiegen wird, an das wir uns vielleicht nur erahnen zu erinnern. So. Ja, manche erinnern sich ja zum Beispiel auch an die Zeit von Atlantis und meinen, sie sind in der Zeit schon mal da gewesen, sind jetzt sozusagen wieder reinkarniert. Ja, das sind so die ersten so Hinweise. Aber neben diesen persönlichen Erlebnissen und Wahrnehmungen gibt es eben diese harten Fakten auf der Erde, unter der Erde. Ja? Wenn ich jetzt noch weitergehen würde, man könnte jetzt auch noch über entsprechende Artefakte auf der Mondoberfläche sprechen. Also auch auf anderen Himmelskörpern haben wir natürlich auch schon Dinge gefunden, die man sich natürlich nicht erklären kann. Wie können da Bauwerke sein, die mehrere Kilometer hoch sind? Wie kann so etwas sein? Das ist alles dokumentiert. Wenn man sich, wie gesagt, intensiver mit diesen Themen beschäftigt und nicht das einfach nur abtut, sagt, das ist Verschwörung, das ist zu viel Fantasie. Ja? Und damit will ich auch sagen, das, was wir heute hier besprechen, ist kein Thema für Sensationshascherei, sondern man muss sich damit ernsthaft beschäftigen und einfach in das Thema einarbeiten. Und wer das nicht möchte, ist es völlig in Ordnung. Der soll sich nur dann an der Stelle ein bisschen zurückhalten mit irgendwelchen Titulierungen oder Etiketten, die man ja gerne vergibt. Mhm. Und soll sich dann lieber eingestehen, er hat einfach von dem Thema nicht die Ahnung, weil er sich damit nie beschäftigt hat, was nicht schlimm ist. Vielleicht löst dieses Gespräch so ein bisschen den Forscherdrang wieder aus. Würde ich jeden dazu ermutigen, sich einfach mal mit diesen Themen zu beschäftigen, weil es kann tatsächlich wieder Orientierung geben, gerade in dieser verrückten Zeit, wo ja viele Menschen eher so das Problem haben, dass sie orientierungslos sind, ihnen fehlt die Klarheit, sie sind entwurzelt und wissen eigentlich gar nicht, wo oben und unten ist und geschweige denn, was in Zukunft auf sie zukommen könnte. Ja? Und deswegen ist dieses Wiedererinnern dieser kollektiven Amnesie aus meiner Sicht auch ein ganz natürlicher Prozess, der sich jetzt nach und nach einstellen wird. Und es wird immer mehr Menschen geben, die da, wo sie leben, da, wo sie quasi jetzt inkarniert sind, wirken und auch Dinge erforschen in irgendeinem Bereich und das dann natürlich auch mit der Menschheit teilen. Und auf diese Art und Weise können wir auch natürlich dank des Internets interkulturell einen Austausch machen. Also Forschung aus anderen Sprachen und Kulturräumen kann man jetzt hier zusammenführen und darum geht es letztendlich. Wir wollen ja letztendlich nichts anderes als unsere eigene Geschichte verstehen. Denn nur wenn ich die Geschichte erkenne, habe ich einen Vergleichs- und Bewertungsmaßstab, natürlich. Weil das Problem ist ja, dass wir heute haben, wenn ich die wahre Geschichte nicht kenne, dann muss ich ja das glauben, was mir erzählt wurde. Und dann kann ich auch nicht vergleichen, ob die Lebensweise, die ich heute praktiziere, als Gesellschaft, als Kollektiv, ob die für mich förderlich ist oder genau das Gegenteil, nämlich mich in eine Art von Degeneration führt. Und ich würde leider mit dem Kenntnisstand, den ich heute habe, sagen, dass wir degenerieren, wenn wir nicht schleunigst dagegen steuern, weil wir den Vergleichsmaßstab nicht haben. Und diese ganzen Fakten, die können uns im Prinzip behilflich dabei sein, zu erkennen, dass es offensichtlich früher eine andere Hochkultur oder mehrere Hochkulturen gegeben haben muss, mit einem ganz anderen Bewusstseinsniveau, einem ganz anderen Technologiestand und einem ganz anderen Verständnis über den Aufbau des Kosmos und dem Selbstverständnis als Menschen. Mhm. Ja, und deswegen lade ich jeden dazu ein, sich mal ein bisschen sozusagen mit diesen Verschwörungstheorien auch mal ein bisschen zu beschäftigen. Kann also nicht, sage ich mal, schaden, seinen Horizont in dieser Hinsicht mal ein bisschen zu erweitern. Ja. Das muss man erstmal verdauen jetzt. Auf jeden Fall. Also es ist unglaublich, wenn man das einfach mal so dann alles sieht, was du sagst und das direkt mal zusammengefasst. Was ich immer, ich habe ja nach meiner Mauerlehre Architektur studiert und da habe ich so gedacht, boah, wenn ich jetzt Architektur studiere, dann erfahre ich was über die heilige Geometrie, ich erfahre, wie die diese tollen Gebäude bauen konnten, die Tempel damals, dann die Kirchen, die Kathedralen und so weiter. Und dann gehe ich da so hin und dann plötzlich so, ja, wir machen jetzt hier Betonbau und dann so ein Dach drauf und dann war es das so, ne? Einfach nur Eisen rein, Beton reinkippen und fertig. Und das ist so absurd, wenn man denkt, wir sind gerade an so einer Spitze und die haben damals, ich meine, alleine der Kölner Dom, was die gebaut haben, das ist so unglaublich. Und es gibt keinen Beton da drin. Es gibt einfach nichts, dieses ganze Eisen, das ist einfach gebaut. Das hält in sich, die Dächer sind so gut, die halten einfach. Und das können wir heute gar nicht. Also heute können die Menschen gar nicht solche Sachen bauen. Und das ist einfach so, um sich zu überlegen, wie krass ist das, dass man heute, wo man denkt eigentlich, wir sind
gerade technologisch, ich fand das gerade so einen schönen Punkt, du sagst, anderen Technologiestand. Das ist, finde ich, das Schwerste, was vorzustellen ist, dass die einen anderen Technologiestand hatten. Aber wie soll es sonst gehen? Oder du hast halt Technologien, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Das finde ich auch ein interessanter Punkt, weil wenn wir uns die Pyramiden angucken und diese Gebäude, die sind einfach da und das wird so weggetan. Ne? Das ist so, ja, keine Ahnung. Die haben das irgendwie geschafft. Also ich finde das ist unglaublich. Und dass ich da nichts zu gelernt habe in der ganzen Architekturzeit, fand ich auch so krass. Es gab nichts zum goldenen Schnitt, es gab nichts zu heiliger Geometrie. Und es war so plump, ne, so stumpf. Wenn du sagst, okay, es gibt diese Möglichkeiten, dass der Mensch was schaffen kann. Und dann gibt es einfach zwei Wände und Dach drauf, alles mit Beton zugegossen, ein paar Fenster drin und das ist so die andere Alternative. Und das ist so, was wir gerade sehen. Also. Krass einfach. Ist so, ja, ist so. Und das meine ich ja. Und du siehst ja in den heutigen Städten, also ich kann das hier in Leipzig sehr gut sehen, du hast die alte Architektur noch, also die wirklich filigran ist, wo man auch sagen kann, die Architektur ist auch gleichzeitig Technologie. Also das heißt, das Gebäude ist nicht einfach nur ein Gebäude, wo man sich vor Wind und Wasser und Regen schützt, sondern die Architektur, so wie sie gestaltet wurde, hat offensichtlich auch eine andere Funktion noch gehabt. Da muss man natürlich etwas wissen über Klänge, über Frequenzen, über Geometrie, also um dieses Verhältnis bestimmter Gebäudeanteile zueinander. Also hier geht es eigentlich in den Bereich, ich sage mal, Gewinnung von freier atmosphärischer Energie und sowas. Ja? Das heißt also, die Architektur war nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch. Es Ja. sah, sieht einfach schön aus und es hat aber auch eine Funktion im Sinne von, dass es zum Beispiel eben bestimmte Frequenzen erzeugt oder erhält und dadurch Menschen, die in diesen Gebäuden sich aufhalten, natürlich auch in einer positiven Weise beeinflussen kann. Und da ist auch ein Punkt, den finde ich unglaublich stark, wenn wir uns die Deckenhöhe und die Fenster einmal anschauen. Man tut ja so, als wären wir heute unglaublich reich und wohlständig, aber die Decken gehen immer tiefer und wir sind immer eingeengter. Und die alten Gebäude, wo man denkt, da haben doch früher, da hat ja die Arbeiterklasse gewohnt, wird uns verkauft. Die hatten die Decken von 2,50 m, 2,80 m und so. Und heute kann man da, bauen die Leute da nochmal ein Hochbett rein und haben da noch so eine Zwischenetage und so, oder 3 m teilweise. Und dann die Fenster sind viel höher und größer. Wie kann das sein, dass damals die Arbeiterklasse viel besser also besser im Sinne von gerader, man hat Raum über sich gewohnt hat, als heute wir. Le Corbusier, der hat dann den Menschen so klein gemacht, dann hat er die Hand nach oben und dann kannst du gerade die Hände an deine Decke, dass du die berührst. Das ist das Maß. Wie eingeengt das ist. Also diese Sache, die geht mir überhaupt nicht rein. Wie kann das sein? Das ist so, den kann jeder sehen, den Punkt. Man geht in einen Altbau, 100, 150 Jahre alt oder 70, 80, keine Ahnung. Aber meist Ältere, die sind ja vor dem Weltkrieg gebaut, weil nachher wurden die alle anders gebaut. Da sehen wir ja. Wir sehen ja den Bruch mit dem Weltkrieg, ne? Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und davor. Haben die, also das ist so ein anderes Gefühl. Und man kommt rein, finde ich, und auch man kommt rein und denkt, wow, da bin ich. Und so in die anderen Gebäude, ich bin natürlich auch ein bisschen größer, aber da komme ich rein. Und dann ist es so, das hättest du was irgendwie auf dem Kopf einfach so, ne? Und das ist ja auch, es fehlt einfach, wenn man das sich auf vier Stockwerke, fehlt ein Stockwerk. Und das ist jetzt heute ein rein finanzieller Aspekt. So wird das verkauft. Es gab natürlich noch andere psychologische Hintergründe. Aber wie kann das sein, dass die das auch damals entschieden haben? Ich meine, die hätten damals auch sagen können, ne, wir müssen ein Gebäude mehr, ein Stockwerk mehr machen. Wir haben nicht viel Geld. Wir müssen den Platz sparen. Und warum sollen wir so viel Platz über uns haben? Den brauchen wir doch gar nicht. Der ist ja leer. Da können wir eh nicht berühren. Naja. Und wenn man überlegt, auch der Mensch ist ja nicht nur der Körper, da gibt es ja auch noch deine Aura, die du hast. Das ist ja auch etwas. Und wenn du in einem Gebäude bist, was, wie du beschreibst, eher so dieses Gefühl dir vermittelt, du bist ja vielleicht, ich sag mal, wenn dein grobstofflicher Körper so 1,80 m, 1,90 m ist, dann ist dein feinstofflicher Körper locker 2,5 m, 3 m. So. Und jetzt versucht man sich so zu vorzustellen, du gehst in ein Gebäude rein, dann gehst du ja schon gekrümmt, weil auch dein feinstofflicher Körper natürlich da auch irgendwie reinpassen muss. Gut, der passt sich dann an, aber das fühlt sich dann irgendwie eng an. Obwohl der grobstoffige Körper hier gut reinpasst, ja. Also man stößt sich ja normalerweise nicht mit dem Kopf die Decke, also an der Ecke den Kopf. Aber vielleicht doch, weil dein feinstofflicher Körper ja noch ein bisschen größer ist. Das nun mal so auch als Idee. Das setzt aber wieder voraus das Verständnis, das Konzept, dass wir mehr sind als nur der grobstoffliche Körper. Das heißt, dass auch der Mensch wieder ein anderes Selbstbild hat im Sinne von, okay, ich bin ein mehr und multidimensionales Wesen, das in der Lage ist, eben auch über andere oder mit Hilfe von diesen anderen Körpern
gleich Träger unseres Bewusstseins, auch auf anderen Ebenen wahrzunehmen und zu wirken. Und wir sind ja heute in einer sehr grobstofflich-materialistischen Zeitepoche angekommen, wo wir die Dinge ja nur noch hier. Das, was ich messen, wiegen und anfassen kann, ist für mich real. Alles andere ist Humbug. Hat aber auch was mit diesen Geschehnissen zu tun, aus meiner Sicht, die wir halt haben. Weil wir sind ja kollektiv traumatisiert durch das, was da passiert sein muss. Und das uns quasi sehr, sehr hart und sehr abrupt von dieser anderen Kulturzeit abtrennt. Also wir haben eine ganz klare, man könnte sagen, Zäsur erlebt, in irgendeiner Art und Weise. Und das wollen wir ja vielleicht auch mal jetzt mal überlegen, was da passiert sein könnte. Das ist wirklich so interessant, was du gerade sagst mit dem feindschaftlichen Körper, dieses Wissen und dann noch kombiniert mit der Schönheit, dass man auch auf den anderen Sinn arbeitet, was für eine Liebe zum Detail es gab. Und auch heute, ich war ja auf dem Bau ein paar Jahre, dann einfach nur, wollte das auch so schön machen, der Felix, es geht einfach nur um Geschwindigkeit, du musst die Mauer hochziehen, hau rein, das ist egal, da guckt keiner nachher mehr drauf. Und das gab es ja damals nicht. Das ist so, ich finde es unglaublich, wenn man da reingeht, alleine die Sachen sich überlegt,